Aber hier, liebe Freunde, wenn Sie so etwas Ähnliches, Gleiches, auch im kleinen Maßstab tun, wie freut die Mutti sich doch, wenn sie ihrem Kind geholfen hat. Auch dann, wenn es schon verheiratet ist. Dem Papa sagt sie nichts, der versteht noch nichts davon. Der hat andere Sorgen, aber die Mutti, sie hat das richtige Herz. Ich helfe meinem Kind, ich helfe meiner Tochter, ich helfe meinem Sohn. Das ist ein Glücksgefühl, sonst würde die Mutti auch abbauen. Aber dem Papa darf ich nichts sagen. Warum nicht? Schauen Sie, Freunde, da. Oder aber der Papa hat ein gutes Herz und die Mutti nicht. Und der Papa gibt so heimlich oder unheimlich viel seinen Kindern, auch wie wenn sie verheiratet sind. Ja, da ist das Lug, ist das Trug, was ist es? Nein, Freunde, das ist nicht das Richtige. Sie müssen beide gleich gut sein. Heißt, nicht nur ich muss Güter haben, auch Sie müssen es haben. Oder glauben Sie das nicht? Oder glauben Sie, ich muss nur so sein? Und jetzt nur eines, Freunde, was einer gekonnt, was Sie sich alle nicht zugetraut. Und das können es recht alle. Nicht in diesem Maßstab, brauchen Sie ja gar nicht. Sie brauchen nur jeden einen helfen. Wer schon einem geholfen hat, auch den Allernächsten. Ich frage Sie, war das kein Glücksgefühl für Sie? Wenn Sie ihm nur eine Bleibe verschafft, wenn Sie ihm nur einen Stuhl gegeben oder das, was er sich nicht kaufen konnte, wenn es ein Bett war oder irgendetwas oder ein Bekleidungsstück. Es war doch ein Glücksgefühl. Ich habe den Jungen, ich habe meiner Tochter doch ein Kleid geben können. Jetzt braucht sie nicht so rumzulaufen. Aber um viel, viel wäre es schöner. Und um viel, viel wäre es größer. Ich meine hier das Glücksgefühl, wenn Sie mehr haben und mehr geben können. Und noch größeres Glück wird über Sie kommen, wenn Sie mit Ihrem Nächsten teilen. Sie sagen, ich habe nicht viel, aber komm, das brauchst du, das habe ich. Ich habe es nicht doppelt, einfach. Aber irgendwie, wo wird schon rat? Komm, nimm du! Du brauchst es eher. Ich warte. Ich kann es mir eher arbeiten. Diese Erkenntnisse muss der Mensch besitzen. So er doppelt hat, selbstverständlich. Komm, das habe ich doppelt. Und wenn ich mein Hemd jeden Tag abziehe und wasche, komm, nimm, da hast du das Hemd. Sagen Sie es ihm doch in einem bestimmten Ton, denn er will Sie nicht um Ihr Reichtum bringen. Es war kein großes Reichtum. Aber er will sie nicht um das Stück bringen. Er sagt, du brauchst es auch. Nein, dann geben sie es ihnen mit einer Bestimmtheit. Sie kommen schon durch. Und so sie ab und zu doch Gutes getan haben, dann wissen sie es. So aber jeder Mensch jetzt Gutes nicht nur zu tun gedenkt, sondern dieses Gute in die Tat umsetzt. Überzeugen sich doch, Freunde, was für ein Glücksgefühl das ist. Oder ist es kein Glücksgefühl? Auch wenn der andere sagt, du bist dumm, du hast das Letzte gegeben, warum gibst du ihm das? Sie müssen ja nicht den anderen das erzählen, den Nächsten, die dafür kein Verständnis haben. Denn das kommt oft vor. Was wird mein Mann? Was wird meine Frau? Was wird meine Mutter? Was wird mein Papa sagen? Wenn ich das weggebe, sagen sie doch nichts. Sie wissen, eines, sie haben hiermit Gutes getan, geben sie es ihm. Nun geht es aber hier nicht im Freundeskreis, dass sie nur das geben sollen. Das ist materiell, aber helfen, das heißt helfen.